erste Reihe fast voll. Sehr schön. Wir kommen doch voran. Ein Hokage und ein Kopf über Hokage. Kein 3D, dann kann ich zurückgeschubst werden und zwei linke Hände. Hokage ist echt nicht schlecht, weil er mehr Schaden macht. Ja, okay, doch, komm. So, 9000. Wir wollten zweimal das hier holen. Und dann die Brustplatte. Und zwar die hier. Genau, ganz viel Rüstungsklasse. Noch irgendwas? Haben wir schon. Das Ding ist doof. Warte mal, wir haben hier Goldbonus. Und darum geht es ja eigentlich die ganze Zeit. Mehr Gold. Wir würden 10 weniger Schaden machen. 10 wieder Magic. 18 weniger Rüstung. Und das Ding? Das könnten wir uns holen. Wir bräuchten nur nochmal mehr Gewicht. Also ja, dieses 10 Gold mehr Umhang. Das klingt echt nicht schlecht. Aber unser jetziger Umhang macht ja nur in Anführungszeichen mehr Crit-Schaden. Genau. Und wir können also Kage zum Beispiel keinen Crit machen. Dann nehme ich doch lieber mehr Gold. Ja. Okay. Und deine Spezialfähigkeit war Baumstamm. Richtig. Damit können wir ein, zwei von den Räumen erledigen. Also diese Achievements. So, 10. Nein, wollen wir nicht. So. Gib mir leichte Räume. Gib mir ganz viele leichte Räume. Das ist kein leichter Raum. Immer noch kein leichter Raum. So. Und schon sind wir bei 2/3 Lebenspunkten. Ja, wenigstens One Hit. Und. Ja, also wenn ich ein bisschen besser spielen könnte, wäre der Hokage echt eine super Wahl wegen dem extra Schaden. Muss aber noch vorsichtiger sein. So, zack, zack. 2 Treffer statt sonst 4 oder 5. Das ist richtig schick. So, leichte Räume, leichte Räume, leichte Räume. Oh. Wir lassen mal einen Schatten hier, auf jeden Fall. Oh. So, hier können wir sogar One-Hitten. Sehr schön. Okay. Sind schon wieder auf einem guten Weg. 250 von 300. Da kommen wir her. Oh. Und eine Quelle für Lebenspunkte und Mana. Oh. Sollten wir aber erst später angehen. Oh, du bist ein 2x-Zuhauer. Genau, du bist ein 2x-Zuhauer. So, da oben kommen wir gar nicht hier ran. Jö. Au. Au. Auch eine super Taktik, um da einfach... Oh nein, ich hätte den Schatten legen können. Oh. Also ja, Schatten legen ist eine super Sache, wenn man sich dran erinnert. So, jetzt brauche ich auch unbedingt die Lebenspunkte von hier. Dankeschön. Ist der Hokage vielleicht auch von Natur aus schneller? Fällt mir gerade so auf. Plus minus 70% Move Speed. Das heißt, wie viel ist denn normal? 50? 100? Ich denke mal 50. Keinen Schaden nehmen. Ich glaube, bisher habe ich es einmal geschafft. Nee, komm. Das ist zu unwahrscheinlich. Gerade die oberste Ecke da ist viel zu eng mit den Stacheln. Da werden wir garantiert irgendwo getroffen. So. So weit, so gut. Ich
fange an, den echt zu mögen. Oh. Oh. So. 5000 Gold gleich. Wobei wir zugegebenermaßen auch ziemlich viel Glück hatten, was Hühnchen und Heilraum, was weiß ich, angeht. Oh. So. Auge one-hitten können, schon mal eine super Sache. Oh. Die letzte Rakete noch mitgenommen. So. 5600. Dafür gleich tot. Ganz vorsichtig, nicht zu schnell laufen, sonst kommen die aus dem Boden und one-hitten uns. Das wäre nicht so schön. 7000. Guter Ansatz. Au. Genau, du bist da einmal, zweimal zu hauen. Du müsstest über uns wegschießen. Richtig. So. Oh, 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 oh. Das wirkt ein wenig bedrohlich. Oh. Okay, okay. Oh. 7000, 9000. Komm schon, noch ein, zwei gute Kisten. Dann haben wir einen Rekord von 10.000 Goldmünzen geknackt im New Game Plus. Oh, und Lebenspunkte und Mana, sehr schön. Maya. Oh. Oh. Aber ja, wirklich viel stärker sind die Gegner hier nicht. Nein! Nicht einfach gegen Fuß fliegen. Und yeah, die erste Reihe voll. Sehr schön. Also ja, doch, Hokage kommt definitiv in unser Repertoire. Archmage allerdings, Lich, Hokage? Hokage. Verrückt, das war das mit den Gegnern, die manchmal nicht da sind, das ist nicht so toll. Schneller bewegen und Dwarfism, also kommt überall durch. Was hast du? Kann nicht zurückgeschubst werden. Nee, dann nehmen wir noch den Zwerg. Ja. 9679. Wollten wir noch was kaufen? Ich bin fast versucht, von den Golddinger wieder wegzukommen. Also entweder von denen wegzukommen oder noch mehr davon zu holen. Ich glaube, ich hole noch mehr davon. So. Und fliegen. Fliegen ist echt praktisch. Echt, echt praktisch. Aber Gold ist Gold. Nee, komm. Dreimal Goldbonus muss reichen. So, du hattest hier nix, nix. Nee. Das heißt, wir haben jetzt 7229. Können wir dafür das Beast-Ding holen? Ja, können wir. Ha. Du hast die verlorene Art des Drachens wieder entdeckt. Du kannst zwar nicht springen, aber du hast unendlichen Flug und kannst Feuerbälle schmeißen. Das ist mal eine interessante neue Klasse. Da freue ich mich ja schon aufs Sterben quasi. Wenn sowas dabei rauskommen kann. Hm, okay. Unendlicher Flug. Das muss tierisch praktisch sein. Oh ja, gucken wir mal. Dafür hat er bestimmt wenig Lebenspunkte oder irgend sowas. Au. Kaputt, kaputt, kaputt. Ich bin klein und ich one-hit fast alles. Du bist zu schnell. Oh, 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 oh. Ich bin die Kugeln weggelaufen. Au. Au. Dafür bin ich gleich tot. Weil ich... Komm weg hier. Zu schnell und zu klein. Hört sich auf den ersten Blick gut an, aber Komm weg, 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 weg. Wow. Oh, wir können ja hier rein, weil wir ja Zwerg sind. Dann macht es ja doch Sinn, das frei zu räumen. So, also. Unser Schwert kommt nicht mehr durch den Boden durch. Das ist jetzt allerdings nicht so schön. So, kaputt. Nein! Ah.
Na gut, Drache. Ich bin kein bisschen ungeduldig. Ja, Drache. Kann nur schwarz-weiß sehen und schmeißt Gegner weiter zurück. So, 1000 Gold. Werden Charon in Rachen geschmissen. Und wir können nicht fliegen, aber wir können durch... Ja, wir können nicht springen. Wow. Okay, wie komme ich runter? Achso, also ich... Ich drücke springen. Hals gedrückt, dann bin ich im Flugmodus. Wenn ich aufhöre, springen zu drücken, bin ich immer noch im Flugmodus. Wenn ich nach unten und springen drücke, dann komme ich runter. Aber auch erst nach 5 Sekunden. Das klingt sehr gewöhnungsbedürftig. Okay. Mal schauen. Alle hopp. Oh. Ich habe keinen normalen Schwertangriff. Und die Lebenspunkte regenerieren sich. Die Mana-Punkte. Aber langsam. Das ist sehr interessant. Oh, wir können damit nicht durch Dinge schießen. Piu, piu. Nee, der trifft mich. Oh. Wir machen fast keinen Schaden mit diesem Ding. Wir können noch ein paar Mal schießen, bis wir wieder aufladen müssen. Also so toll ist es noch nicht. Au. Quietsch, quietsch. Au. Und den Flugmodus aktivieren ist sehr gewöhnungsbedürftig. Also nicht instant springen zu können, sondern springen drücken, dann hochdrücken und dann dauert das ewig. Okay, also wenn wir das Ding hier spielen wollen, müssten wir auf jeden Fall alle unsere Ausrüstung umändern. Fällt mir gerade mal so auf. Oh, du was. Es dauert nämlich so Ewigkeiten, irgendwas umzubringen, ja. Gut. Du warst ein Versuch. Wir haben einen Gegner umgebracht. Weil wir brauchen ja kein Schwert. Das heißt, wir könnten da irgendwas nehmen, was Mana hat. Allgemein bei der ganzen Ausrüstung sollten wir wesentlich mehr nehmen, was mehr Mana und Magie bringt, um mehr Schaden zu verursachen. Aber ja, noch ein neuer interessanter Charakter in unserem Repertoire. Aber jetzt erstmal eine kleine Pause und danach töten wir weiter.